Ja, Hubert Braunstetter, Auftakt in den Renntag mit Aero Debris. Wir haben schon öfter angesprochen, im Training ist er immer gut. Das hat er zuletzt zum zweiten Mal, sage ich, bestätigt. Er ist ja schon einmal zweitplatziert gewesen gegen Mona Mur Venus, auch ein ordentliches Pferd. Zuletzt auf 1640 mit Carsten, sehr stark im Speed gekommen. 2-1, glaube ich, liegt ihm sogar besser. Ja, 2-1 ist sicher besser und Ebrechtsdorf taugt ihm da wieder trainiert. Also, wenn er glatt läuft, glaube ich, kann er jeden schlagen, aber er muss erst glatt laufen und natürlich ein, zwei Gegner sind schon sehr gute drinnen, zum Beispiel 1, Meier Gerd, also der hat eine Riesenchance, Cheers Dance mit Ari und ja, und den Dreier vom Schwarz-Christoph, den kenne ich, das kenne ich zu wenig, das Pferd. Aber wenn er glatt läuft, ist er sicher unter den ersten drei. Gerd Meier, Auftakt in den Renntag mit Don't Worry, eine talentierte Dreijährige. Es geht gegen ältere Pferde, zuletzt in Wels hat sie sehr leicht gewonnen. Für mich ist sie noch nicht ganz fertig, du kannst mir jetzt gerne widersprechen, wir sind ja nicht immer einer Meinung. Ich glaube, sie braucht einfach nur Rennen, damit sie sich da reinläuft in diese Garnitur gegen die Älteren. Mitteldistanz auch nicht immer einfach für die Dreien gegen die Älteren. Wie gesagt, du kannst gerne dagegen sprechen, habe ich kein Problem. Ich sehe sie unter den ersten drei, aber nicht als Siegerin. Wie siehst du das Rennen? Ja, das Argument gegen die Älteren ist ja leider in Österreich gang und gäbe und es gibt ja nur Gleichgesinnte, Gleichaltrige in den Zuchtrennen. Das ist sehr, sehr schade, das bekritte ich immer wieder, aber es sind halt nicht so viele dreijährige Pferde da, dass man für diese eigene Rennen in der kleinen Garnitur machen kann. Deswegen muss man halt mit dem Vorliebe nehmen, was man hat und unter den ersten drei sehe ich sie auch, am liebsten aber ganz vorne.